Uiuiuiui, es geht gerade so einiges ab. Irgendwie bei Niantic im Office wird's gerade, glaube ich, nicht langweilig. 2799 hat mir leider ein 1:4 gestern eingefangen und danach aufgehört zu spielen. 3223 untertags. Und dann, wer gestern Nacht gespielt hat, so 22 Uhr, der versteht mich voll und ganz. Ich sag mal so, mein Galaflunschlick hat eine Sofortattacke gemacht, Mewtwo hat eine Konfusion gemacht und ich habe den Gleichstand verloren. Der kein Gleichstand sein sollte, 2 Züge gegen 4 Züge, aber ich habe es eingesehen und dann einfach aufgehört und jetzt schauen wir mal, was so abgeht. Die Pokestop-Reichweite, das ist jetzt mittlerweile schon auch in den USA am Start und in Neuseeland. Und boah, da lese ich gerade sehr viel. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen enttäuscht, dass Niantic sich, also die Ankündigung kam ja schon vor einem Monat, dass dieser Test kommen wird. Und dann fette Petitionen, alle haben was dazu gesagt und so. Ich glaube, die Leute sind enttäuscht, dass keine Antwort mehr von Niantic kam. So irgendwie, oh, das war relativ doof von mir. Ich habe einen Schlecker zu spät eingesetzt, aber kann man nichts machen. So, dann kann ich hier ein bisschen farmen. Eventuell Nidoqueen-Führung. Genau, zum Konter hole ich immerhin aus. Ich hoffe, du gehst auf Steigerungssieb und nicht auf Schmarotzer, denn ich glaube, den würde ich dann nicht mehr überleben. Perfekt. Danke dir. Jetzt habe ich ein bisschen Energie dann. So, muss hier sofort einsetzen. Jo, es ist... Wenn man gedacht hätte, dass der Bann von Niantic-Partnern und der unrechtmäßige Bann von ganz vielen Spielern, die noch immer nicht zurückgenommen wurden, alle, zum Teil, aber bei weitem nicht alle, dass das erst der Anfang war. Naja, so, was wartet hier hinten auf uns? Es wartet irgendetwas auf uns und wir schilden mal den Giftzahn, der einen Millimeter an KP abziehen würde. Oh, Erdkräfte, sehr schön, danke dir. Das freut mich sehr. Das freut mich in der Tat sehr. Und wie werden wir das Nidoqueen los? Ja, aber das Sandra dreht sich auch jetzt wieder. Ich meine, jetzt ist ein Tag vergangen, eine Nacht vergangen. So rum gesagt. Und kein Ende für das Zahnrad. Was ein bisschen schade ist. Aber schauen wir mal. Nidoqueen vorne, Irokex, vermutlich Grifeldis. Und ich habe... Boah, du köderst gar nicht. Das freut mich unfassbar. Aber dennoch zündet, habt ihr es gesehen, die Animation, zündet die 10% Chance rein, dass meine Verteidigung sinkt. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, denn jetzt machen deine Erdkräfte auf jeden Fall guten Schaden. Okay, Sedra King ist hier. Das war ein lustiger Wechsel. Ich wollte abfangen und du wolltest anscheinend auch irgendwas machen. So, ich bin noch nicht in Erdkräftereichweite, weil ich das jetzt wieder zurückgesetzt habe. Na gut, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Nö, wären es 2 Steinhagel gewesen. Das kann ja wohl nicht angehen. Wie muss ich das jetzt machen? Ah, ich muss runterfarmen versuchen. Ich glaube, runterfahren, obwohl ich verliere den Gleichstand bestimmt. Und Erdkräfte überlebe ich nicht. Jo. Das ist vorbei. Oder verliere ich den Gleichstand? Bestimmt. Ich verliere immer den Gleichstand. Ich verliere ihn immer. Nidoqueen hat bestimmt mehr Angriff. Oh, du hattest nicht die Attacke oder hast nicht gedrückt. Ja, das ist wunderbar. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Tschüss, Nidoqueen. Ich muss echt sagen, sie hätte definitiv gewonnen. Mit nur einem einzigen Köder vielleicht zwischendrin. Aber 2x Erdkräfte und ich schilde 2x. Ich habe Respekt und bedanke mich bei dir. Aber offenbar hast du das oft schon gelandet, wenn die Leute sich denken, ach komm, da kommt sowieso wieder der Köder rein. Genau. Ja, wirklich, es ist irgendwie so, wenn alle gerade gefühlt auf Social Media, ich meine die deutschsprachige Community eher nicht so, weil bei uns ist die Änderung noch nicht live. Wäre sie das, würde es bestimmt auch anders aussehen. Aber wenn ich Twitter öffne oder irgendwas öffne und nur negative Stimmung sehe, irgendwie vergeht einem da auch so ein bisschen die Lust, vor allem mit der Bann-Thematik noch dazu. Und ja, weiß nicht, irgendwie schwierige Sache. Ich hätte gerne ein Schild, muss ich echt sagen.
Oh, schön. Das ist schön. Das freut mich jetzt sehr. Okay. Ja, mit der Bandthematik ging sowieso in den letzten Tagen drunter und drüber bei mir. Das ist jetzt nicht nur, seit ich diese 30 Tage gebannt wurde, sondern ja auch, das war ein Monat, 40 Tage davor, habe ich schon die erste unrechtmäßige Verwarnung erhalten und habe gesehen, wie sich da langsam was, ein Sturm zusammenbraut. Und jetzt ist irgendwie gerade so ein bisschen, es spitzt sich alles zu. Die Lage spitzt sich zu. Und ich habe ein bisschen Angst. Also Angst im Sinne von, nein, keine Ahnung, sind gerade wilde Zeiten in Pokémon Go. Muss ich echt sagen. Sehr wilde Zeiten in Pokémon Go. So, bitte mach mich so weit wie möglich runter, aber ohne, dass ich in ein Schild investieren muss. Sodass das Irokex dann wenig farmen kann. Das wäre gut. Und genau. Ja, ich denke, das passt. Schaffst du zwar noch ein bisschen. Ja, kann man nichts machen. 4 Sofortattacken hast du. Hätte man besser timen können. 7. Jo. Jo. Komm, schilden wir mal. Du sagst mir irgendwie, ich mag dieses Pokémon gar nicht. Oh, schade, der Charm kam noch drüben an. Sabayone einfach mal hier am Start. Irokex, Doppelcharm. Ich hoffe, das wird noch was. Oh, der Charm kam drüben an. Ich will gar nicht wissen, wie viel der verursacht hat. Sehen wir es rechts unten? Oh, ich bin im Gelben. Okay. Ich weiß nicht, wie schnell hat das Ding Energie? Nö, komm, mach das nicht. Oh, ich hätte sofort, immer mit diesem Timing, ich hätte sofort drücken sollen. Eieieiei. Das kann jetzt... Ach so, Moment, aber ich habe den Kreuzhieb, oder? Ich habe ihn, glaube ich, ready. Und Macho gewinnt, meiner Erfahrung nach, häufig den Gleichstand. Oh, da ist noch ein Schild. Das habe ich verloren. Nein, ich dachte mit 1 HP and a Dream. Das habe ich verloren. Wie kann ich das noch verlieren? Wie kann ich denn das noch verlieren? Das habe ich echt vermasselt. Ich hätte den Body Slam vor dem Flammenwurf von Sabayone und ich hatte ihn ja schon. Aber ich wollte die Attacken timen. GG, das habe ich verdient, diese Niederlage. Habe ich tatsächlich verdient. Eieieiei. So ärgerlich. So unfassbar ärgerlich. Einfach den Body Slam drücken. Einfach noch den Body Slam drücken. Ja, bei 2800 Punkten, da muss man sich schon etwas mehr konzentrieren und nicht auf Themen, die man bequatscht. Aber das ist gerade irgendwie in meinem Kopf. Und das beschäftigt einen natürlich, vor allem als Content Creator. Na gut. Aber lassen wir das mal und versuchen uns zu konzentrieren, ein bisschen. Denn die Server, die spielen gerade anscheinend ein bisschen mit. Wir sehen uns an, ob du Charm oder Pulverschnee hast. Okay. Und Macho, das habe ich jetzt nicht so gemeint, das Ansehen im Sinne von, dass ich kurz einfach nichts mache. So habe ich das jetzt nicht gemeint, dass ich rumstehe. Macho, okay? Bitte beim nächsten Mal einfach beginnen, wenn der Kampf beginnt. Das wäre Subi. Machen wir das so? Das wäre toll. Das wäre wirklich... Grenzgenial wäre das. Ja, also, wer hätte gedacht, dass diese Dinge die geringsten Probleme sind, die Niantic hat? Okay. Willst du einsetzen? Naja, okay, okay. Weil dieser Meteorologe gelandet ist, normalerweise schafft man 2, je nachdem, wie man es timet. Aber so, dann glaube ich doch nicht. Dann setze ich jetzt schon. Oh, aber ich bekomme den Schild. Das würdest du locker überleben. Das gefällt mir. Dann doch. Wir lassen die Wechsel noch ein bisschen runterticken, man merkt schon. 3 Kämpfe und 17 Mal dieselben Pokémon. Da ist sehr viel Abwechslung drin. So, natürlich in einem Kampf, wo ich nicht mal beginne, steht Macho nur rum und holt nicht zum Konter aus. Das wäre Quatsch. Ansonsten Säurespeier, interessant. So, Macho steht wieder rum. Ich weiß nicht, habe ich gedrückt? Moment, Macho. Du hast schon 2 Konter nicht gemacht jetzt. Wäre nett. Ah ja, jetzt greift das Ding an. Sehr schön, Macho. Wunderbärchen. Das hätte nichts geändert, sodass ich zum Beispiel den Kreuz überreiche und dann noch mehr Schall. Also, Subidubi, Macho. Macho Mai. Ich sag mal, sowas von am Start. Okay, links oben. Direkt links oben. Feine Sache, feine Sache. Jo, das gefällt uns. Das gefällt uns auf jeden Fall.
Und drück rein, komm nochmal Säurespeier. Abfahrt. Und weg damit. Weg damit. Sehr nice. Ich brauche die Konter nicht. Wirklich, Niantic. Die brauche ich nicht. Die müsst ihr mir nicht geben. Ich habe sie echt nicht gerne. Und ich will nicht beginnen, wenn der Kampf beginnt. Ich weiß nicht, die letzten Tage, irgendwie ist es immer so, wenn die Punkte, wenn es läuft mit den Punkten, dann gehen die Attacken durch. So wie es sein sollte. So wie es der Gegner schafft, so wie es alle schaffen. Und dann irgendwie... Ich muss vielleicht jetzt schon drücken. So, weil der Kampf beginnt ja schon, er steht ja schon. Gegen den Ajax-DJ. Der Kampf beginnt. Machu, bitte, bitte, bitte. Wenn es losgeht, geht's los, okay? Es geht los, 3, 2, 1 und dann musst du... Dann geht's direkt los. Und das Iro-Keks hat mir einfach... 2 Sekunden hat das Iro... Egal. Wir kennen es mittlerweile. Wir kennen es mittlerweile, es ist nichts Neues. Das ist das Traurige. Und da weiß man gerade gar nicht, bei welcher Baustelle muss man beginnen bei Niantic. Alles brennt gerade. An so vielen Stellen. Das Bannsystem. Völliger Schwachsinn. Das und dies und jenes. Aber wo fängt man an? Woran hat es gelegen? Und deshalb, ich hab fast keine Hoffnung mehr in die Kampfliga, weil... Ja, hier brennt gerade alles. Und... Niantic muss mal schauen, da irgendwie das Feuer zu löschen. In den wichtigen Angelegenheiten. Und die Kampfliga ist da. Ganz, ganz weit unten. Da folgt lange nichts. Dann die Sticker. Dann nochmal lange nichts. Und dann... Dann aber die Kampfliga. Also lange nichts, Sticker, dann nochmal lange nichts, Kampfliga. So sieht's aus, eben Schneckenhaus. Und warum der Gegner hier die ganze Zeit auf Steinhagel geht, vielleicht nur eine Ladeattacke... Bei einem 100er kann ich mir das aber gar nicht so vorstellen. Na gut, dann gönnst du mir einfach 2 Schilde. Das nehme ich auch. Und es war ein Gleichstand. Ach du meine Güte. Das ist fein. Das ist fein und so soll es sein. Na dann. Kommen wir hier mit rein. Schilden nicht. Und verziehen uns direkt. So. Na tschüss. Hallöchen. Was könnte das letzte Pokémon sein? Alola Vulnona, Griffeldis. Will auf jeden Fall nicht das Erdbeben in Griffeldis reinlanden. Aber bei 2 gegen 3 ist es ja fein, dass ich das timen kann. 1, 2, 3 und 4 kannst du nicht abfangen. Okay, schwäche mich mal komplett runter. Aber komplett ins Nirvana runter und dann gegen Griffeldis rein. So. Ah ja, das Ding. Und deshalb... Da wollte ich natürlich nicht das Erdbeben reinlanden. Aber das ist gut. Die Wechseluhr ist schon wieder bald dann um. Na klar, 2-mal abgeschwächt, kein Thema. Aber ich habe noch 2 Schilde. Und das müsste klar gehen. Jetzt zählen wir aber mit. Auch wenn mich das Zahnrad ein bisschen davon abhält. 3, 4, 5, 6. Okay, ich muss nur aufpassen, Psychoschock gegen meinen Macho dann. Das könnte auch nervig werden. Okay. Oh. Nein, ich habe doch gedrückt. Das war mies. Boah, das hätte fast in die Hose gehen können. Ich habe mir eingebildet, ich habe gedrückt auf den Wechselbutton, aber irgendwie kam da nicht der Wechsel. Und dann dachte ich, okay, es wurde doch nicht eingeleitet. Das war eine miese Nummer. Das war eine sehr miese Nummer. Also. Ja, wirklich. Also, wenn man das so sieht, summa summarum... Komplett Niantic gerade. Und sind wir mal ehrlich, auch wenn ich das als Spaß sage, dass die Kampfliga unter den Stickern ist, was sie auch vermutlich wirklich ist, die bringt kaum Geld ein, so per se. Und vielleicht sehen die mit Macht bei Niantic nicht das große Ganze, dass die Kampfliga am allermeisten Geld einbringt, dadurch, dass die Leute so viel spielen, Raiden, XL und so weiter, dass es einen ganz anderen Effekt hat, als nur die Raid-Pässe, die da reinfließen, die Kampfpässe. Und ja, das ist die Sache. Also jetzt, ich fände es ganz wild, wenn das kein Gleichstand war. Weil dann hast du irgendwoher... Ach so, ne Quatsch, nein, sorry, tut mir leid. Aber du hast doch 5 gemacht, oder? Du hast doch 5 gemacht. Oder hast du schon direkt nach 4 eingesetzt? Ich bilde mal, das zu 5 gemacht. Na dann. Ja, also bringt schon, glaube ich, einiges an Cash unterm Strich ein, was man aber nicht direkt sieht. Das sehen vielleicht Investoren und so nicht. Dass sowas die Leute motiviert, zu spielen, zu farmen, Geld für andere Dinge auszugeben, vielleicht sogar für Knusper oder so.
dass sie die Kumpel auf beste Kumpel bekommen können und so weiter. Aber wenn es wirklich so gerade um Dinge geht, wo stecken wir unsere Ressourcen rein? Die Kampfliga ist es nicht. Also das sollte, denke ich mal, mittlerweile klar sein. Season 8 mit Vorsaison und mein Macho steht da. Es steht da und winkt dem Irokex. Hallöchen, Irokex. Ja, wie viele Säurespeier sollen es sein? Okay, dann machen wir ein paar Säurespeier, Irokex. Freut uns. Eventuell werde ich einen schilden. Mal schauen, ob das klappt oder nicht. Oh, perfekt. Was war denn das? Irgendwie kam, bist du einen Schlecker zu früh kaputt gegangen, habe ich das Gefühl. Oder bilde ich mir das gerade ein? Okay. Da hat Schere Stein Papier zugeschlagen. Ich glaube, das kann ich... Kann das nicht mal mehr vermasseln. Selbst wenn ich wollen würde, würde ich keinen Weg finden. Würde ich nicht finden. Aber schauen wir mal. Eventuell irgendwie noch. Nö, doch nicht. Der Gegner hat gesehen, ah, ich weiß, wie man wechselt. Das geht in Ordnung. Passt und was nicht passt, wird passend. Geh, mach. Na gut, dann noch ein positives Set rausgeballert. Hier. Und wir müssen wieder ein bisschen aufsteigen. Aber Säurespeier bei Irokex finde ich schon spicy, muss ich echt sagen. Vor allem, wenn das Irokex schafft, das Macho einfach zu paralysieren. Das ist natürlich ganz krass. Hoffentlich wird es nicht verwirrt, dass es sich dann sogar selbst mal trifft. Das gibt es ja im Pokémon-Universum so. Dann geht der Konter nicht auf den Gegner, sondern einfach, ich schlage mich selbst. So, nach einem Säurespeier. Also ich meine, seht euch das an, nicht mal die Basics funktionieren. Ich wollte schon wieder drücken hier, Rangbelohnung kann nicht abgeholt werden. Nicht mal die Basics hat Niantic gelernt. Und deshalb die Kampfliga, meine Hoffnung ist schon komplett weg. Also die ist nicht mehr da. Aber ja, das ist nichts Neues. Das ist auf jeden Fall nichts Neues und es gibt bestimmt gerade andere Prioritäten, welchen man sich widmen kann. Wie eben, jetzt kommt der Evoli Community Day, funktionieren die Sticker auch richtig. Das muss gewährleistet werden. Denn wenn die Sticker nicht funktionieren, dann funktioniert aber gar nichts mehr im Spiel. Das ist so ein bisschen die Sache. Die Sticker müssen... Oh nö, was? Das mag ich nicht. Was ist mit dir los? Du hast die falsche Sofortattacke drauf. Da habe ich dann aber mit Galaflunschlick echt ein gutes Matchup. Also falsche meine ich, es ist nicht so gemeint, sondern für mich persönlich die falsche. Was soll denn das? Warum hast du die Flugsofortattacke drauf? Das? Ja, du möchtest wohl das Kampf-Matchup ein bisschen besser für dich gestalten. Na gut. So, Schild haben wir schon mal bekommen. Okay. Schauen wir mal, wie das so wird. Aber es zeichnet sich wirklich schon ein Bild ab über die Pokémon. Auch nur in meinen Videos so ein bisschen. Wow, null Schilde. Okay. Okay, null Schilde. Du liebst diese Pokémon. Und du möchtest sie um jeden Preis retten. Mhm. Boah, wieder dieses Overtapping. Es ist wild. Und das war gestern auch ohne Ende am Start. Ich habe einen Konter mehr gemacht, als ich musste oder wollte. Bitte besieg mich. Ah, okay. Das war jetzt auf jeden Fall ein riesiger Vorteil für mich und Nachteil für den Gegner. Denn der Gegner hätte bestimmt, er hatte Energie. Vielleicht nicht fürs Erdbeben, aber den Steinhagel aus Panik hätte man ja noch drücken können. Aber in letzter Zeit, wenn diese Probleme passieren, dann passieren sie auch teilweise für beide. Also, nicht immer, aber sehr häufig sind dann, haben beide gerade pausiert. Huch, Blubstrahl. Was ist denn da los? Was ist denn da los? 3, 4, 5, sorry dafür. Na gut. Also, das wird noch nerviger, als es hätte werden müssen. Ich darf nur bei 4 ansetzen. 1, 2, 3. Ach, egal. Nein, egal. Denn das, glaube ich, ist ein Gleichstand. Aber hier hätte ich jetzt riskiert, dass der Gegner abfängt. Stellt euch vor, Erdbeben in Grifeldis rein. Das wäre fatal. Okay, es war doch kein Gleichstand. Nun denn, machen wir mal einen Schild.
Vielleicht drückst du ja auf Spukball. Ich kann auf jeden Fall... Nein, schade. Ich kann auf jeden Fall rauswechseln. Um 3, 4. Um das zurückzusetzen. Die Frage ist, ist es das wert? Was ich versuchen könnte, ist abzufangen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber die Sache ist, mit der Standpauken-Version hätte ich kein Problem zu wechseln. Aber mit der hier kannst du ganz einfach dann runterfarmen. Und das ist nicht so toll. Das heißt, würde ich jetzt wechseln und es klappt nicht, gebe ich dir Free Farm sozusagen. Schauen wir mal. Eine Sofortattacke. Und es hat geklappt. Sehr schön. Sehr schön. Nie im Leben kannst du zu wenig aufladen, um jetzt noch farmen zu können. Okay. Nun denn. Ich glaube... Bitte kein kleiner... Ja. So. Machen wir das. Jetzt bekomme ich noch einen Blubstrahl ab. Wie viele KP hat das Apokalypse noch? Es hat noch... Oh. Habe ich komplett vergessen. Das sind Steinhagel-KP. Auch für ein Apokalypse. Tschüsseli. Hau rein. Danke fürs Mitspielen. Musst wieder ein paar Pokestops drehen, aber Achtung, falls du aus Amerika bist, du musst ganz nahe rangehen, du musst literally im Pokestop drinstehen und falls der GPS-Drift ein bisschen ist, dann musst du, ja, zum nächsten Pokestop gehen, dass du dann bei dem einen im richtigen Pokestop und so weiter bist. Ich hoffe, man versteht nicht, was ich meine. Jo. Genau, ich sehe es jetzt schon. Bei Raid-Touren werden die Leute dann Fernraid-Pässe ausgeben, obwohl wir direkt in der Arena drinstehen. Ach, das waren lustige Zeiten damals. Das waren sehr lustige Zeiten damals. Na gut. Ich freue mich, dass mich die Leute hier immer drankommen lassen. Und dann locken wir das Flunschlick raus. Und den Schild gibt es auch immer. Das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Obwohl ich glaube, müsste man den ersten Schilden, vielleicht wenn man glaubt, wenn man vermutet, dass der Gegner die Führung ausspielen möchte. Möchte ich aber nicht. Denn ich muss schauen, was da hinten drin ist. Relaxo ist krass. Als Wechsel, wirklich. Was kommt denn da rein? Es kommt nichts rein, was mich bestraft. Wo sind die Bestrafenden? Okay, Irokex wird häufig gewechselt. Ich hätte gern, dass du einsetzt. Oh, danke. Du erfüllst mir direkt den Wunsch. Das ist ja köstlich, schmösslich, saftig, schmaftig. Nehmen wir gerne. Na und? Jetzt aber nicht im Gleichstand, den ich dann wieder verliere. Jetzt setzen wir den Kraftkoloss ein. Ich meine, dann habe ich zwar eigentlich weniger zum Farmen mit Macho, aber du kannst nicht gierig sein. Oh, und du bist gierig. Du bist gierig. Du bist aber sowas von gierig und ich bin wissbegierig. Jetzt überlege ich aber, gehe ich dann vielleicht mit? Oh, okay, und jetzt runterfarmen, das ist schlau von dir. Das lasse ich nicht zu. Oh mein Gott, du setzt ein, danke. Oh, danke, es wird ja immer besser. Ich wollte jetzt den Galaflunschlick. Das wäre nämlich so ein Fall, wo es zu gefährlich wäre, runterfarmen zu lassen, muss ich wirklich sagen. Das wäre wirklich... Ich bin zweimal abgeschwächt mit zwei Kraftkolossen, ich hätte kaum Schaden verursacht und so. Das wäre wirklich nicht so toll gewesen. Okay. So, Quacks zu dem O. Dann würde ich sagen, landen wir das. Gehen rüber und schilden nichts. Sorry, Macho. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ey, ich bin so froh, dass so viele Griffeldis am Start sind. Denn auch Relaxo, die Schlecker sind zwar nicht so effektiv, aber dennoch, mein Team kommt ideal gegen Griffeldis an. Also wirklich idealstens. Obwohl ich überlege, gerade wenn du das schildest, werde ich vielleicht auch einen Schild investieren, dass noch ein paar Konter ankommen. Okay, du schildest das nicht. Dann hast du, glaube ich, sowieso schon aufgegeben. Oder so, Macho steht wiederum, aber diesmal muss ich mich nicht aufregen, weil ich schon so einen ordentlichen Vorsprung habe. So, Aeroas. Und wird ein gelbes Griffeldis mit einem Schild gegen ein grünes Flunschlick mit zwei Schilden gewinnen können. Das werden wir wohl nie erfahren. Offensichtlich und vermutlich. Genau. Oh, ich warte ja nur,
Ich warte ja nur auf das nächste Schlamassel, auf das nächste Debakel. Es gibt gerade immer irgendwas. So, und ich bin schon gespannt, das nächste Debakel wird sein. Niantic kommt jetzt nach dem Wochenende ins Office und sie sind völlig überrascht darüber, dass die Leute kritisieren, dass sie nichts dazu noch gesagt haben, weil bisher war die Info, irgendwann Ende Juli werden sie es machen. So hätte man vielleicht noch mit einer weiteren Ankündigung gerechnet, wie was wann passieren wird, was sie mit dem Test genau vorhaben oder so. Aber null, nicht mal ein Tweet. Und vor allem das mit Twitter finde ich ja auch immer verrückt. Wer von euch muss auf Twitter sein, dass man über ein Spiel informiert wird, welches man, ja, so diese Dinge, die erfährt man nicht im Spiel. Die erfährt man nirgendwo. Außer man folgt Leuten wie mir, die den ganzen Tag nur auf Twitter sind. Okay. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, du hast langsam genug gewechselt, dass ich Kraftkoloss plus Body Slam reinbekommen würde. Aber jetzt müssen wir gut zählen, bitteschön. So. Ich habe den zweiten Kraftkoloss noch nicht. Aber wenn ich nicht overtappe, ich brauche nur noch einen Schlecker und du brauchst noch einen Konter. Also das müsste eigentlich klappen. Okay. Na dann schauen wir mal. Der wird dich nicht besiegen auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ihr das Irokex seid in dieser Position, ihr müsst nicht schilden. Ihr müsst wirklich nicht schilden. Einmal. Also vielleicht die zweite dann, falls der erste ein Köder war, aber im Grunde muss man da nicht schilden. So, schauen wir mal. Oh, ich hole zum Konter aus. Nein, hole ich doch nicht. Sorry. Ich hole nur aus, weil der Gegner nicht blind drückt. Also, die Irokex, die sind die Sofortattacken-Verneiner. So werden sie ab sofort genannt. Die Fast-Move-Denier. Oh nein, doch nicht. Doch nicht. Das ist wild. Genial wäre, einen Gift-Hieb abzufangen, aber einen Giftzahn abzufangen. Aber den wirst du nicht einsetzen. Ah, ich habe überlegt, Kreuzhieb eventuell, dass du garantiert in Erdbebenreichweite bist. So, ausgeholt wird nicht. Und komm. Komm, wir schilden Erdkräfte nicht. Das muss man nicht schilden. Denn das wäre völliger Quatsch, Erdkräfte zu schilden. Ja, ich glaube, damit habe ich es jetzt hergegeben. Damit habe ich es jetzt ein bisschen hergegeben. Unterm Strich, yo. Denn jetzt kannst du einfach auf Giftzahn gehen und mich damit besiegen. Komm, Galaflunschlick, versuch's zumindest ab und zu auszuholen. Versuch's doch zumindest nur. Und da ist er auch schon, sehr schön. Aber bitte nicht abfangen. Jawohl, oh danke. 2, 3, 4. Okay, wenn wir uns jetzt konzentrieren, könnte es noch was werden. Danke, Niantic. Ha. Ich habe gedrückt, ich bin mir sicher, man hat es auch gesehen. So, das machen wir. Und jetzt gehen wir hier. Oh, schade. Ach, das war mies. Das war mies. Das war mies, weil ich immer dieses Timing versuche. Und ich glaube, dadurch habe ich es jetzt verloren. Okay, schauen wir mal. Ich habe einen Plan. Und ich hoffe, der Gegner spielt mit bei diesem Plan. Ich darf es nicht zu auffällig machen. Besieg mich doch. Besieg mich doch! Eieieiei. Okay, passt auf. Okay, ja, das passt. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Dankeschön, dass du jetzt einsetzt. Oh. Okay. Okay. Das passt dann doch nicht. Warum war deine Wechseluhr schon um? Warum war deine Wechseluhr schon um? Nein. Ja, mit dem Schild habe ich das vermasselt. Aber das volle Griffel ist, ich war schon mit Giftzahn abgeschwächt. Na, GG. Das war leider doof von mir. War deine Wechseluhr schon früher um? Wieso? Ach so, du bist in Griffeldis und ich nicht direkt danach rein. Okay, ja, das war doof. Das war doof. Ich hätte in Machu rein, sofort Kreuzhieb drücken und dann nicht schilden. Aber ich habe dann gesehen, ah, das war noch zu gesund, dieses Ding. Und mein Galaflunschläge war schon zu weit. Das hätte man gewinnen können. In Machu rein, sofort Kreuzhieb, zack. Und fertig. Das wäre es gewesen. Ich drücke in letzter Zeit, das fällt mir wirklich auf, zu selten auf die Attacke, die zumindest noch ein bisschen Vorarbeit leisten würde.
Einfach nur, dass ich den garantierten Schaden noch habe. Das ist viel... Das kann viel wichtiger sein. Ah, das habe ich echt vermasselt. Porygon 2, du bist spicy ohne Ende. Du bist wirklich spicy ohne Branawarz. Oh, über dich habe ich schon lange ein Video gemacht. Der große Bruder von Sumpex. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Der Schild gefällt mir allerdings nicht. Das muss ich wirklich zugeben. Das muss ich wirklich zugeben. Und ich glaube, ich hätte schon ganz gerne den Wechsel. Nein, ach komm. Ich dachte, genau die erste Attacke wird die Erdkräfte sein. Warum gehst du auf Lehmbrühe? Das hätte weniger als einen Charme verursacht. Das ist eine Attacke, die geht nur darum, 30% Chance irgendwas zu senken oder so. Ach du meine Güte. Also das war wirklich ein krasser Köder, muss ich echt zugeben. Wie hast du da mit einem Schild gerechnet? Wozu? Wozu würde man das schilden? Unfassbar. Das habe ich echt vermasselt. Okay. Nö, ich brauche den Wechsel dann gar nicht. Ich komme zur Not auch mit einer Galaflunschlick gegen das Porygon an. Ich schild einfach Lehmbrühe und dann zwei Erdkräfte. Ganz genau richtig. Wichtig und richtig. Das ist wichtig und richtig. Okay. Okay, interessante Spielweise, muss ich zugeben. So. Ich mache noch zwei Konter, glaube ich. Eins, zwei. Warum setzt du nicht ein? Brauch doch die Flora-Statue. Ich brauch doch die Flora-Statue mich hinein. Ey, ich schild eine Lehmbrühe und dann kommen zwei Erdkräfte. Das regt mich aber komplett auf, gerade wirklich. Das regt mich ultramäßig auf. Das kann doch wohl nicht angehen. Kann denn das möglich sein? Lehmbrühe. Ey, von diesem Köder werde ich mich nicht mehr erholen. Von dem Köder werde ich mich nicht mehr erholen. Schade. Na gut. Dann schauen wir mal, ob ich das gegen Porygon machen kann. Oh. Ha. Hast du nicht ganz aufgeladen mit Absicht? Was? Hör doch auf, da hätte ich noch einen Konter bekommen. Eieieiei. Na gut. So. Jetzt hat das Ding noch einen Zielschuss bekommen. Direkt bevor die Wechseluhr hoffentlich um ist. Hier reinlanden. Also jetzt kommt die Triplett. Die senkt mal Angriff und Verteidigung von mir. Danach kommt die Blitzkanone. Und ich glaube, der Kampf wird entschieden dadurch, ob du abfängst oder nicht. Ich glaube, das ist es. Und deshalb, du hast es in der Hand. Du hast einen Einser-Turn. Genau, da ist die Senkung auch schon. Und ich bin nicht in deine Falle getappt. Sehr schön. Aber durch die Senkung macht das jetzt weniger Schaden. Na gut. Oh, das war... Ey, Lehmbrühe ist wirklich... Das ist eine komplette Beleidigung. Lehmbrühe einsetzen, wenn ich das schilde. Ich hätte mit Relaxo wirklich vor allem die erste Attacke nicht schilden müssen. So, überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Vor allem, wenn ich den Wechsel nicht unbedingt brauche. Was sie ja nicht wissen kann, dass ich den nicht unbedingt brauche, aber... Eieieiei. Weil den Wechsel brauche ich nicht, denn Triplett ist vom Typ normal, oder? Ja. Und normal ist gegen Galaflunschlick nicht sehr effektiv. Na und dann je nachdem, was sein letztes Pokémon ist. Und das war ein Meganie. Na gut, interessanter Kampf. Und auf jeden Fall sehr spicy Kampf. Und die Wulnona wurden natürlich wieder gefunden. Und es ist mal Pulverschnee. Und das spielen wir anders aus. Ich mag da nicht drin bleiben. Ich habe wirklich das Gefühl... Manchmal brauche ich das Macho dann noch. So, und das nicht ausgeholt. Deshalb, oh, und ich habe nicht mal fabelhaft getroffen. Deshalb machen wir noch eine Attacke. Und das ist vielleicht der Psychoschock. Nein, du setzt einfach nicht ein. Okay, dann gönnst du jetzt den Zauberschein. Aber ich werde nicht schilden. Dann kommt sowieso irgendwas rein, was mich dann vernichtet. Irokex oder Galaflunschleck. Und von daher, oh, Meteorologe. Na dann. Yo. Schild oder Wulnona? Schild oder Wulnona, Schild oder Wulnona, Schild oder Wulnona. Schild. Nehme ich. Gönne ich mir aber so richtig. Okay, Apoqualyp. Apoqualyp und trifft Zeppeli.
Nein, Quatsch. Aber Apokalyp, definitiv. Irgendwo ist da hinten ein Apokalyp. Denn ansonsten würdest du hier nicht rausgehen. Und es ist auf jeden Fall kein Counter-Pokémon. Das ist auch gut. Kein Counter-Pokémon hinten drin. Das ist wichtig und richtig. Ich lasse jetzt die Wechseluhr komplett runterticken. Der Gegner hat nämlich nicht gewechselt. Und ich hoffe jetzt wirklich sehr, ich bin mir aber nicht sicher, dass du keinen Meteorologen mehr schaffst. Bitte nicht. Bitte. Na, schade. Ich muss schilden. Ich habe nicht mitgezählt. Vielleicht ist es der Psychoschock. Deshalb. Ah, das ist ärgerlich. Ist nur der Meteorologe. Na gut. Wir bekommen noch einen Pulverschnee ab, weil Macho nicht ausgeholt hat. Hast du noch eine Fee hinten? Würde Sinn ergeben, wenn man Fee vorne hat. Jo. Das habe ich schon mal gut gerochen. Apokalyp. Und. So. Oh, wow, das Blubber. Und ich hätte gedacht, das wird jetzt ein Gleichstand. Ich hätte gedacht, das wird jetzt ein Gleichstand und ich wollte noch den nicht abgeschwächten Schaden machen. Ja, das Blubber-Matchup ist natürlich ganz, ganz ungemütlich. Das habe ich verloren jetzt, weil du kannst den Spukball machen, danach runterblubbern. Ja, miese Nummer. Miese Nummer, wirklich. Das war ärgerlich. Eieiei. Dass du den Meteorologen noch geschafft hast, das war mir nicht so nett. Das war wirklich alles andere als nett. Und zweimal Spukball. Bin froh, dass ich die Lehmbrühe geschildert habe. Bin wirklich froh, dass ich die Lehmbrühe geschildert habe und nicht die zwei Erdkräfte dann. Und jetzt schilde ich keinen der Spukbälle. So ist es fein. So muss es sein. Okay. Aber wir wollen zumindest dein letztes Pokémon sehen. Komm. Werden wir es erfahren? Wirst du auf Blubstrahl gehen oder hast du eventuell Eisstrahl? Na und? Es ist der Spukball. Alles klar, dann hast du vermutlich Eisstrahl. Na, oder du köderst einfach nur sehr ungerne. Na dann. Vulnona-Führungen. Okay. Noch ein 3 zu 2. Schade, ne? 4 zu 1, das schmeckt schon köstlicher. Das schmeckt wirklich viel besser. Aber das habe ich vermasselt, so wie ich das gespielt habe. Boah, vielleicht einfach sogar schilden. Das Relaxo schilden und versuchen doch den Wechsel zu holen. Aber ich dachte mir, Schildvorteil gönne ich mir, der reicht. Der hat aber doch nicht ganz gereicht. Apokalyp mit Blubber. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Da ist doch das Relaxo-Matchup dann gar nicht so gut. Stimmt. Aber was wäre das letzte Pokémon noch gewesen? Echt ein Gengar vielleicht? Echt ein Geist oder noch so? Irgendwas in der Art? Ja. Werden wir nicht erfahren. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall bin ich wieder hier bei 2.8.30 in etwa. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und wir sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.